Kommilitonen, Sie wissen, was Sie soeben erlebt haben. Die erste gelungene Thoraxöffnung und Operation im Innenraum in der Geschichte der Medizin. Ich möchte sagen, was Goethe damals bei der Schlacht von Valmy empfand, abgewandelt auf unseren Fall. Von hier und jetzt beginnt eine neue Epoche der Chirurgie. Und wir können sagen, wir sind dabei gewesen.